Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über One-Nighters, also die ungesunde Sucht nach einer Frau. Wie entsteht das und was kannst du dagegen tun? Wie kannst du es auflösen und dafür sorgen, dass es vor allem in Zukunft nicht mehr passiert? Also erstmal so eine kleine Definition des Begriffes, damit alle wissen, worüber wir reden. One-Nighters ist so ein Begriff aus der Pickup-Community, so ein bisschen übersetzt mit die eine, also du bist verliebt in eine Frau und du denkst nur noch an sie und kannst da keine andere mehr denken. Du willst keine anderen Frauen mehr kennenlernen und sie macht dich glücklich. Du musst nicht mehr unbedingt mit ihr zusammen sein, um die One-Nighters mit einer Frau zu spüren. Oft hängt es auch damit zusammen, dass du in sie verliebt bist, sie aber nicht in dich. Also sie ist der Mittelpunkt deiner Welt, könnte man so sagen. Und jetzt werde ich mal was aus einem Buch zitieren, das ich sonst überhaupt nicht empfehle, nämlich Lob des Sexismus. Da stand ein sehr guter Satz drin und mit dem werden wir uns das Ganze, oder von deren Perspektive, werden wir uns das Ganze mal anschauen. Denn da stand drin, One-Nighters ist der Ausdruck eines ungelebten Lebens oder eines schlecht gestalteten Lebens. So in der Art, nicht das genaue Zitat. Und das ist einer der Gründe, warum es oft zur One-Nighters, zur ungesunden Fixierung auf eine Frau kommt. Deine Lebensgestaltung, das hat wirklich viel damit zu tun. Wobei, ich glaube, im Buch hieß es, Frauen sind das Geschenk für ein gelungenes Leben, irgendwie so. Egal, kommt das Gleiche raus. Also, das Leben, das ist der Hauptfaktor. Ja? Also, nehmen wir mal an, du führst ein erfülltes Leben und definieren wir das mal so als, okay, du hast eine Karriere, an der du arbeitest, das machst du gerne, du hast viele Freunde, mit denen du was machst, du hast Hobbys, die du verfolgst und das erfüllt dich vollkommen. Dann ist natürlich klar, dass wenn du sowieso vollkommen erfüllt bist von deinem Leben und so, wie du es gestaltet hast, dass du dann weniger wahrscheinlich abhängig von einer Frau wirst. Weil was soll die Frau denn dir dann noch groß geben? Ne? Also die Frau kann dir dann nicht mehr viel geben, was die Erfüllung angeht. Klar, sie kann mit dir schlafen und du kannst schöne Zeit mit ihr verbringen, aber du kannst ja auch einen runterholen und schöne Zeit mit deinen Freunden verbringen. Ich will an der Stelle nicht sagen, dass das Zusammensein mit Frauen überhaupt keinen Wert hat. Das ist jetzt nicht die Aussage, die ich damit machen will. Die Aussage, die ich damit machen will, ist, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dass dein Leben gut gestaltet ist, dass du dein Leben gerne lebst, dann wirst du die Frauen nicht mehr so sehr brauchen. Du wirst sie immer noch gerne an deiner Seite haben, weil es eine schöne und vor allem auch persönlichkeitsentwickelnde Sache sein kann, Zeit oder mit einer Frau zu sein, Zeit mit einer Frau zu verbringen. Du wirst sie vor allem noch haben wollen, aber es ist nicht mehr dieser Drang dahinter. Und dann kann die One-Nighters schon mal deutlich weniger entstehen oder deutlich weniger stark entstehen. Die One-Nighters, das entsteht viel, wenn Männer, gerade jüngere Männer, denn da, die erleben es häufiger, weil jüngere Männer noch nicht so richtig wissen, okay, was ist überhaupt meine Rolle im Leben, wo will ich hin, eine generelle Verwirrung im Leben, sie wissen nicht genau, was macht mich glücklich, was erfüllt mich. Und eine einfache Antwort auf diese Frage ist natürlich Frauen. Ne? Das ist ja so eine Antwort, hey, wenn du Frauen hättest, dann würde es dir besser gehen. Leute oder Männer, die viele Frauen haben, sind coole Typen. Und du denkst dir, hey, vielleicht ist das der Weg hin zur Erfüllung. Vielleicht hast du auch noch einen Vater, der irgendwie beruflich erfolgreich ist, aber nichts mit Frauen drauf hat. Und du siehst ihn so ein bisschen als Loser und denkst dir, wenn mein Vater was mit Frauen drauf gehabt hätte, dann wäre er ein cooler Typ. Du hast also allgemein diese Vorstellung, dass Frauen dieses Loch vielleicht füllen könnten. Können sie nicht. Wir haben schon mal in einem anderen Video darüber gesprochen. Ich meine, das trägt sogar den Titel, warum Frauen dich nicht glücklich machen können oder so. Müsste eins der letzteren Videos sein. Unbedingt mal vorbeischauen. Da reden wir über den spirituellen Aspekt des Ganzen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber generell lässt sich alles darauf zurückführen. Du kümmerst dich zu wenig um die wirklich wichtigen Sachen in deinem Leben und zu viel um das Frauenthema. Denn es gibt eindeutig ein sich zu viel um Frauen kümmern. Das kenne ich von meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe, Frauen im Alltag anzusprechen. Ich habe halt nur noch das gemacht. Mein Leben war nur noch darauf ausgerichtet. Und das hat dann erst wieder eine gesündere Art angenommen, wo ich dann nebenbei ein bisschen studiert habe oder wo ich das Ganze angefangen habe, zu einem Business zu machen. Aber vorher war es wirklich so, dass mein Fokus vollkommen auf Frauen lag. Und ja, da bin ich auch relativ schnell abhängig von Frauen geworden. One-Nighters. Das Gute oder das, was mir zugute gekommen ist in dem Moment, war die Tatsache, dass ich natürlich viele Frauen kennengelernt habe. Das ist ein weiterer Punkt, der wichtig ist bei dem One-Nighters-Thema. One-Nighters haben auch oft Männer, die die Einstellung haben, die innere Einstellung oder die Erfahrung gemacht haben, es ist sehr schwierig für mich, Frauen zu bekommen. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, denn bevor ich angefangen habe mit diesem Thema, war ich auch an diesem Punkt, dass ich dachte, es ist so unglaublich schwer, unmöglich für mich, Frauen zu bekommen. Ne? Und dann habe ich mich in eine andere Richtung weiterentwickelt. Wenn du übrigens Begleitung auf diesem Prozess haben willst, wenn du lernen willst, wie du viele Frauen kennenlernen kannst, kannst du dich hier, erster Link in der Beschreibung, für eine Coaching-Betreuung bei mir bewerben. Die nächsten Plätze für nächstes Jahr sind jetzt offen. Also, ich habe auch so angefangen. Ich hatte auch die Einstellung, das Gefühl, okay,
irgendwie komme ich schwer an Frauen ran. Dann habe ich das gelernt, gerade wie man Frauen im Alltag anspricht, ne? Sowas mache ich dann mit dir auch im Coaching, habe das gelernt und dann bin ich an den Punkt gekommen und habe die Einstellung entwickelt, es ist überhaupt nicht schwer für mich, Frauen kennenzulernen. Ich kann jetzt rausgehen und kann heute 10 neue Frauen kennenlernen, wenn ich es drauf anlege. Und wenn du diese Einstellung hast, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, wenn du diese Sicherheit, dieses Wissen hast, ja, das funktioniert, ich kann Frauen kennenlernen, dann macht dich das automatisch deutlich unabhängiger. Und wenn du dann diese beiden Sachen kombinierst, und das ist die Lösung, wirklich die Lösung für Onates, für dieses Onates-Problem, ist diese beiden Aspekte zu kombinieren, von denen ich eben gesprochen habe. Wenn du dein Leben also gut gestaltest und auf ja, einem Lebensweg bist, du weißt, wo du hin willst, du hast Dinge, Aspekte in deinem Leben, die dich glücklich machen, die dich erfüllen, sei es Freunde, Hobbys, Karriere, was auch immer, und dann addierst du noch dazu die Fähigkeit, Frauen kennenzulernen und beziehungsweise, es geht mir auch um das Mindset, dass du Frauen kennenlernen kannst, wenn du das willst, wenn du diese beiden Sachen zusammen addierst, dann kommst du relativ schnell an den Punkt, dass du nicht mehr oder sehr, sehr schwer und unnötig reinfallen kannst. Ich hatte das Ganze zum Beispiel letztes Jahr vor ungefähr, wie lange, nee, es war ungefähr April diesen Jahres war es. Da habe ich eine Frau kennengelernt und ich habe mich relativ schnell in die verliebt, war relativ stark in die verliebt. Und das war so dieses Onates-Gefühl. Aber das Interessante war, also es ist mir immer noch passiert, das Interessante war aber, dass es ungefähr einen Tag gedauert hat, wo ich in dieser Gefühlslage drin war, bis ich mir gedacht habe, die Situation möchte ich so nicht, die Situation ist für mich untragbar. Und dann das Ganze mit der Frau beendet habe. Ne? Also da lief nichts Spezielles, aber ich habe einfach gesagt, kein Kontakt mehr zu dieser Frau. Das heißt, ich habe mich relativ schnell davon gelöst und dann war das auch wieder in Ordnung. Und das ist das, was ich auch dazu sagen muss. Es wird nicht so sein, dass du vielleicht dich nie wieder stark in eine Frau verliebst, aber du wirst diesen ungesunden Faktor dabei relativ schnell feststellen und wirst dich dann davon abgrenzen. Ne? Bei sowas kann auch wieder, ich erwähne das nochmal, Meditation helfen, denn die Meditation macht dich bewusst für solche Prozesse. Ne? Die muss dir erstmal auffallen, dass es ein ungesunder Prozess ist und was du da gedanklich, psychisch machst. Und das wird einfacher sein, wenn du meditierst auf regelmäßiger Basis. 20 Minuten am Tag reichen dafür auch schon. Na, und so setzt sich das Ganze zusammen. Das heißt, wenn du gerade in der Onates feststeckst, dann richte den Fokus weg von der Frau, mehr auf dein Leben, deine Lebensgestaltung. Das kann am Anfang schwierig sein, wenn du nicht weißt, in welche Richtung du gehen sollst. Das muss man entwickeln. Das ist einfach eine Herausforderung. So wie Frauen ansprechen, auch eine Herausforderung ist. Zweiter Punkt. Kümmere dich darum, dass du Optionen hast. Kümmere dich darum, dass du dieses Mindset entwickelst. Okay, es gibt auch andere tolle Frauen da draußen. Na, und vielleicht musst du dich von deiner jetzigen Freundin trennen, um diese Erfahrung überhaupt zu machen. Vielleicht aber auch nicht. Wenn du diese beiden Sachen kombinierst, ne, wenn du in einer Beziehung bist, kannst du dich mehr darauf fokussieren, dein Leben umzugestalten, deinen Fokus umzugestalten. Wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, kannst du dich mehr auf beide Aspekte fokussieren. Aber wenn du diese Aspekte entwickelst, je stärker du sie entwickelst, desto weniger Unneides wirst du fühlen, desto weniger Abhängigkeit wirst du von Frauen haben. Wobei natürlich eine gewisse Abhängigkeit immer da ist, wenn du jetzt mit einer Frau in eine intime Beziehung gehst oder mit einer anderen Person in eine intime Beziehung gehst. Dann ist natürlich klar, dass die andere Person auch irgendwie die Möglichkeit hat, ja, dich vielleicht emotional zu verletzen. Das gehört ein bisschen dazu. Deswegen solltest du dir auch weise die Leute aussuchen, mit denen du Zeit verbringst. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Also diese beiden Aspekte kombinieren, die Onates für immer loswerden. So einfach ist das tatsächlich. Freut mich, dass du hier warst. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder Anmerkungen, in die Kommentare. Ansonsten kannst du hier oben links das Video abonnieren, Channel abonnieren, auch die Glocke drücken. Hier unten kannst du dich, wie eben gesagt, für ein Coaching bei mir bewerben. Und hier unten rechts kommst du zum Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg und Frauen. Unbedingt schauen das Video. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.